Herzlich willkommen zu den Drückglück-Masters 2019 und wir fassen mal ganz kurz den Spielstand zusammen. Nach drei Challenges führt Team Blau 3-0 gegen Team Weiß. Was ist denn da bei euch los? Naja, aber vielleicht habt ihr jetzt ja Gelegenheit, euch nochmal ein bisschen ranzurobben, denn es gibt die nächste Challenge, die da heißt Tipkick, liebe Leute. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das gute alte Spiel. Und jetzt gibt's die Regeln. Bitte ganz genau hinhören, denn das ist wichtig. Also, ich werde gleich wieder den Drückglück-Jeton werfen und dann wissen wir ja, wer anfängt und wer sich eine Farbe aussuchen darf. Wir spielen zweimal eine Minute. Ne? Also, das sind sehr kurze Halbzeiten. Und die Tore dürfen natürlich auch erst ab der gegnerischen Hälfte erzielt werden. Das kennt ihr auch. Zeigt der Würfel schwarz, ist die Spielfigur mit der schwarzen Hose dran. Zeigt er weiß, Kenny? Dann gehe ich davon aus, dass die weiße Figur dran ist. So ist richtig. Guck mal, das hast du schon verstanden. Es sind keine Powerschüsse erlaubt. Ne, Schussbein mit Finger einklemmen geht auch nicht. Und steht es nach der Zeit unentschieden, machen wir mit Elfmeterschießen weiter. Also ne, imaginär Elfmeterschießen. Wer zuerst drei Tore erzielt hat, der gewinnt. Haben das alle verstanden? Sieht so aus. Dann wollen wir mal gucken, wer anfängt. Team Blau oder Team Weiß? Team Blau. Und dann kommen wir natürlich gleich zur Spielerauswahl. Mal sehen, wen schickt ihr ins Rennen, Team Blau? Wer soll es machen? Ich würde sagen, Stefan. Ganz ehrlich, ne, zwei Minuten, das kriege ich hin. Ey. Zwei Minuten halte ich durch. Stefan Tiska für Team Blau. Wer macht's bei Team Weiß? Wer ist dran? Wer ist dran? Letzte Hoffnung. Timon Weiner. Timon Weiner. Kannst du Tipkick? Ja, muss ich ja jetzt. Werden wir gleich sehen. Also geht los, wir gehen rüber an den Tisch und dann geht's los. Drückglück Masters 2019. So, jetzt geht's also gleich los hier mit Tipkick und wie bei einem richtigen Fußballspiel müssen wir uns natürlich erstmal ja um die Seitenwahl kümmern. Team Blau darf ja anfangen, deswegen ihr dürft euch eure Farbe aussuchen. Welche nehmt ihr? Wir bleiben stehen. Oh, okay, alles klar. Also ihr spielt gelb, weiß spielt rot und nochmal für euch, wir spielen zweimal eine Minute. Nicht? Es dürfen Tore erst ab der gegnerischen Hälfte erzielt werden und ja, toi toi toi. Mal sehen, wer am Ende dann diese Challenge gewinnt. Seid ihr soweit? Ja, und wir müssen erstmal gucken. Ne? Weißt du, genau. Wenn der Ball auf der Mittellinie ist, darf den auch da, zählt dazu der gegnerischen Hälfte? Oder? Nein. Ja. Alles, was in der Hälfte liegt, man übersteht. Also muss ich ihn jetzt einmal vorlegen, bevor ich dann. Das muss den erstmal auch schwarz. Macht ja von vornherein Sinn, wenn du ihn ein wenig vorlegst, weil dann bist du dichter dran. Aber ich schieße eigentlich von hier immer rein. Ja, das werden wir gleich sehen. Also, wir starten das Spiel zweimal eine Minute. Ich drück Glück Masters 2019. Anschluss ist erfolgt. Team Blau startet. Ja, dann nochmal. Noch ein Schwarz. Man kann es natürlich auch ganz runter spielen, wenn man will, aber das. Oh, hier. Timo Weiner hält. Jetzt heißt Weiß kann sozusagen. Wie machst du das jetzt? Den Gegenkonter starten. Vor nicht bewegen. So. Timo, ist jetzt die Frage: Liegt er weit vor oder du musst in die gegnerische Hälfte? Ah, es ist schwarz. Es ist leider schwarz. Abgefangen. Es sind noch 20 Sekunden übrig, Freunde, in der ersten Halbzeit. Stefan Tietke im Angriff. Versucht er jetzt noch hier das Ding reinzumachen. Und Weiß ist dran. Es laufen die letzten 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halbzeit. 0-0. Ja, okay, aber eine Minute, ey. Das ist naja, du musst ja nicht so rummachen, ne? Und was ist jetzt? Hat er, oder was? Ja, jetzt fängt natürlich Weiß an. Seid ihr soweit? Du darfst jetzt nicht, von da noch nicht aufs Tor, ne? Noch steht es 0-0. Blau führt immer noch 13 in der Gesamtwertung. Seid ihr erholt? Auf die Plätze. Stefan, aufpassen. Ja, ich mach's ja noch nicht. Da muss er erst einmal reinlegen. Auf die Plätze. Zeitlich. Los geht's. Zeit läuft. Ah, das ist schwarz. Das ist schwarz. Was macht Stefan Tesca, was macht Team Blau? Da ist hin und jetzt ist das schwarz. Ja, das ist mir schwarz. Ja, das ist mir schwarz. Leider ja. Ja, wir haben natürlich das Zeitspiel auch so ein bisschen. Lass mal alles nach. Oh! Angeschnibbelt. Aber richtig angeschnibbelt. Abschuss? Abschuss, ganz normal. Wie im richtigen Fußballspiel. So, Timon, halbe Minute rum. Ja. Oh, das wird ein Schnibbler. Das könnte ein Schnibbler werden. Den muss er anschneiden. Leg ihn doch vor. Sehr gut. Das ist schwarz. Das ist schwarz. So, wir haben noch 10 Sekunden. Es ist weiß. Ganz schnell, Kinder. Noch 5 Sekunden. Oh! Hätte ihn nicht gezählt. Und damit ist die zweite Halbzeit vorbei. Es steht 0-0. Wir gehen ins Elfmeterschießen. Und da ist es. Und da geht's dann. Schießen wir jetzt echt dann von hier?
Wir können auch von hier schießen, wenn du möchtest. Ne? Nein, wir schießen mal nach. Ja, ja. Und wer zuerst drei geschafft hat. Ne? Also, los geht's. Fang ich an? Was? Von da? So. Den ersten hält Team Weiß. Warst du überhaupt auf der Linie? Nee, ne? Doch, doch. Das könnte bedeuten, dass Team Weiß jetzt vielleicht zum ersten Mal am ersten Punkt schnuppert in der dritten Masters Challenge. Ja! Ja. Alter, wie krass war der denn, ey? Team Weiß führt mit 1. Ja, genau, du musst auf die Linie, ey. Ey, du musst auf die Linie. Weiter geht's. Das war der Anschluss. Was macht Timon? Ja, Junge! So, jetzt. Was ist der war? Jetzt hat er 1-1 und noch einen Schuss zu geben. In der Mitte! Jetzt könnte Weiß den ersten Punkt holen für sich. Ja! Es bleibt beim 1-1. Ey, Timon, wir müssen. Komm, jeder einen halben Punkt. Wir waren so cool. Ja, jetzt geht's weiter, bis wir den Sieger haben. Das heißt. Das ganze Stadion beat. Team Blau könnte jetzt in Führung gehen. Ja! Links unten. Wenn Timon jetzt nicht trifft, dann geht Blau mit 4-0 in Führung. Das wäre natürlich größer als die Latte, ey. Ein Kantersieg. Jawohl! Ja, wo war der? 2-2. Es geht weiter, das Spiel bleibt spannend. So, es steht 2-2, immer noch unentschieden. Kanti Blau. Oh, gehalten. Timon Reiner, ist er der Mann, der den Aufstieg schafft? Ja, da ist er drin. Und der erste Punkt für Weiß im Tippkick. So sehen Sieger aus. Endstand dann leider aus Sicht von Team Blau 2-3. Team Weiß holt sich den ersten Punkt in der Drückglück Masters 2019. Damit haben wir einen neuen Gesamtstand von 3-1 für Team Blau. Und wir freuen uns schon auf die nächste Challenge in der nächsten Folge, denn da geht es um Autogrammkartenflip. Ja, ja, das, was ihr aus der Kneipe kennt mit dem Bierdeckel. Wir freuen uns drauf. Bis dann.